die Fräulein Erdbeerli macht heute auch damit. Genau, wir zeigen euch heute, wie ihr diesen Getränke-Caddy schnell und einfach daheim nachbasteln könnt. Wir haben da jetzt ein Prosecco-Dosen reingeben, aber ihr könnt natürlich jede Art von Getränkedosen da verwenden. Vielleicht nehmt auch eine Gewürzdose passt rein, wenn sie die richtigen Maße hat. Und wir haben jetzt dann verwendet die Produktreihe Meisterhafte Werke, das schöne Designerpapier, die Stempel und die Stanzformen. Außerdem haben wir ganz ein brandneues, wunderschönes Band verwendet. Das ist dieses weiße Geschenkband mit buntem Schimmer. Das findet ihr im neuen Herbst-Winter-Mini-Katalog. Der Katalog heuer schaut so aus. Und wenn ihr den noch nicht habt und den gern bestellen wollt, meldet euch gern bei uns. Wir senden den nachher in der zweiten Augustwoche euch zu. Bleibt jetzt bitte dran, wir zeigen euch, wie ihr diesen süßen Getränke-Caddy nachbasteln könnt. So, wir brauchen dafür zwei Bogen A4 Farbkarton und die zwei Bögen müssen einfach ganz identisch gefalzt und gestanzt geschnitten gebickt werden. Und die Olivia zeigt euch jetzt, wie das geht. Du legst jetzt einmal das Papier bei 16,5 cm an, also die kurze Seite. Das ist da, schau, na, ein bisschen vor, weiter zum großen Strichlein da. Da? Na, ein bisschen noch, schau. Warte, jetzt. Und das kannst du jetzt schneiden. Gehst du mit der dunklen Klinge ganz runter oder ganz rauf und schneidest. Wir lassen die Länge einfach, gell? Ja. Also die ganze A4-Länge, das können wir auf die Seite legen. Und dann nehmen wir jetzt bitte die Falzklinge, nicht mehr die Schneideklinge. Ja. Und wir legen das jetzt bei 5,5 cm an. 5,5? Das ist genau da. Schau, ich lege das für die an. Genau, und jetzt kannst du mit der hellen Klinge falzen. Ja. Aufmachen bitte. Einfach das so aufmachen. Ja. Und dann drehen wir das Ganze, dass die Falzlinie jetzt rechts ist. Ja. Und dann legen wir das wieder bei 5,5 an. Und dann tun wir wieder mit der Falz, oder? Genau, fest. Nicht so, das reißt, ja, aber so. Nicht so, das reißt. Sehr gut. Und dann legen wir die lange Seite oben an und dann falzen wir bei 7,5 cm. Falzen. Ja, nur falzen. Okay. Dann bei 13 cm. Falzen. Nee, warte ganz kurz. 13. Haben wir jetzt 7,5 oder 7,5? 7,5, ja. 13. Falzen. Ja. Und jetzt werde ich weiter falzen, weil bei 20,5 falzen wir nur bis zur ersten Falzlinie, okay? Okay? Das heißt, wir legen die Falzklinge da bei der Falzlinie an, da hat man da die Markierung und da falzen wir nur nach oben und da machen wir das gleiche wieder nach unten, damit das so aussieht. Wow! Jetzt mal, wie das sieht. Das schaut cool aus. Das schneiden wir nämlich dann weg. Genau, und das zeige ich euch jetzt gleich. Schneiden werde ich, gell? Mhm. Das heißt, wir schneiden da. Ihr könnt es auch mit der Schere schneiden, wie ihr wollt. Einfach diesen Teil weg. Kann ich dann eins schneiden? Ja, jetzt kannst du schneiden, warte. Du musst aber nach oben schneiden, ja, gell? Nach oben, nicht nach unten. Nach oben. Ja, genau, super. Aber dieses macht nichts. Nein, das macht nichts. Genau, so, dann haben wir da zwei Restteile. Mhm. Und das sollte jetzt dann so aussehen. Seht ihr das? Und wie das Oberteil von Pyramidenkugel. Ja, stimmt. So, und jetzt dann können wir das auf die Seite legen. Und ich werde das zweite Teil in Windeseile noch einmal schneiden und falzen. So, jetzt haben wir zwei identische Teile. Und das falzen wir jetzt einfach und schneiden es dann mit der Schere ein. Falzband haben wir da. Also den Papierschneider können wir dabei ein bisschen auf die Seite geben. Das falzen wir mal gut nach mit dem Falzbein. Und dann können wir es einschneiden. Solltet ihr im Hintergrund ein bisschen ein Rauschen hören, das ist unsere Wasserpumpe. Bei uns ist hier momentan überall Wasser, auch unterm Gartenhaus. Da haben wir so ein Regenwasser-Auffang-Dings, eine Zisterne. Und die müssen wir leider ununterbrochen abpumpen, weil sonst
könnte man da im Gartenhaus schwimmen. Oder das Gartenhaus schwimmt weg. Keine Ahnung. Aber das wollen wir einfach nicht riskieren. Deswegen müssen wir die Pumpe immer laufen haben. So, und jetzt kann man es einschneiden. Ich zeige euch genau, wie das geht. Wir schneiden da, ich hoffe, ihr seht das gut, die Gerade, also die, den großen Teil schneiden wir gerade ein. Und den kleinen tun wir einschrägen. Und das machen wir auf allen vier Seiten, also bei allen vier Teilen. Genau. Und einschrägen tun wir es deshalb, damit man dieses Teil nachher oben nicht sieht. Weil sonst kann es sein, dass das oben ein bisschen rausschaut und das ist nicht so schön. Genau. So, und ihr könnt natürlich alles Mögliche in diesen Caddies verschenken. Das muss jetzt kein Alkohol sein. Man könnte natürlich auch Gewürzdosen verschenken. Ich habe sogar eine da, aber ich bin mir nicht sicher, ob die da jetzt dann reinpassen wird. Schauen wir mal. Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß. Ja, die ist von MySpice. Aber das müsste man sich einfach anpassen. Das ist, glaube ich, keine blöde Idee. Das kann ich euch sonst nachher noch ausrechnen, falls ihr diese Dosen zu Hause habt und verschenken möchtet. So, das heißt, wir kleben uns das Ganze jetzt dann so auf. Wo sind wir? Da sind wir. Und da passt dann genau eine Dose rein. Ja, das ist recht stabil. Das zweite Teil wird hinten dann dazugeklebt. Das heißt, es wird dann noch stabiler. Und wenn man es noch verstärken will, klebt man sich einfach noch eine Lage Farbkarton dazwischen. Genau, und beim zweiten Teil machen wir ganz dasselbe, gell, Olivia? Mhm. Das legen wir auf die Seite. Gleich. Gleich machen wir es, genau. Weißt du, wo die Kreisstanze ist? Habe ich die jetzt irgendwo hin verlegt? Wir brauchen nämlich dann eine Kreishandstanze oder irgendeine andere Stanze. Die kleine, na, die ist zu groß. Lass mal schauen. Na, die liegt da schon. Das ist, glaube ich, die richtige, oder? Ja. Ja, passt. Ist es. Gut, dann leg sie bitte dabei hin. Müssen wir zuerst alles ankleben. Schon leg sie darüber. So, dann sind wir gleich fertig. Und dann können wir schon das Designerpapier dann aufkleben und das Ganze verzieren. So. Wichtig ist, dass ihr da einfach einen guten Kleber verwendet. Ich empfehle euch da einfach den Mehrzweckflüssigkleber von Stampin' Up. Der haltet ganz gut. Und wir kleben jetzt dann so, dass wir die obere Lasche klappe ein. Dann gebe ich auf diese Seite Kleber. Man muss da nicht zu viel nehmen. Und dann gebe ich auf diese Seite auch wieder Kleber. Und ihr dürft nicht zu viel nehmen, weil dann wird der Kleber so rausgedrückt. Genau, und das ist nicht schön. Dann klebt alles, dann muss man wieder alles mit dem Kleberradierer wegradieren. Das ist auch nicht so eine gute Idee. Gell? Aber nur wenn ihr den Kleberradierer habt. Ja, und wenn ihr ihn braucht, meldet euch einfach. Ja. Gell? Weil der Kleberradierer schaut nämlich so aus. Genau, schaut euch die Kamera. Genau, so schaut er aus. Und von hinten schaut das so aus. Und damit kann man einen Kleber wegradieren. Genau. Aber es geht auch mit Babypulver, aber auch. Nur das Babypulver. Babypuder kann man nehmen, wenn irgendwo ein bisschen was pickt, ja, das man nicht mehr picken möchte, haben möchte. Genau. So, und dann kleben wir die zweite Seite auch noch. Das heißt, das klappe ich rein, das klebe ich drüber und die Seite, die von unten rauf kommt, klebe ich dann als Abdeckung, sage ich jetzt mal. Aber wir tun da eh nachher noch Designerpapier drüber kleben. Das heißt, es sollte dann, wenn es fertig ist, so aussehen. Upsi. So. Einfach so ein Schachterle mit so einem Henkel dabei. Und das Ganze zweimal. So. So soll das Ganze jetzt dann aussehen. Und
Die Dose passt genau rein. Und man kann sich da am besten jetzt noch einen dünnen Karton dazwischen kleben. Dafür verwende ich einfach diesen weißen Farbkarton oder diesen leichten Karton, der bei den Designerpapieren immer hinten dabei ist. Das ist das da. Wisst ihr, das ist immer hinten so als Backing dabei. Und da tut es euch jetzt einfach mal abmessen. Im Idealfall soll das 5,5 cm sein. Genau. Und dann machen wir einfach weiter. So, das heißt, 5,5 hat das Ganze, dann macht es am besten 5,4 mal 16,5. Aber was ihr zuerst macht, ist, ihr legt euch das so übereinander, nehmt euch eine Kreisstanze, die ihr bei der Hand habt. Wir nehmen da diese 1/3 Inch. Das sind in Zentimeter, keine Ahnung, 3,5 cm, also irgendwie sowas. Einfach, dass man das Ganze ein bisschen festhalten kann. Und ihr stanzt euch da mal eine Schablone aus. Und dann legt das einmal da so hin, damit ihr seht, wo ihr das ungefähr haben wollt, das Loch. Da markiert euch das mit dem Bleistift. Ups. Und je nachdem, wie gut eure Stanze ist, stanzt ihr das entweder durch beide gleichzeitig oder einzeln. Ich mache das einzeln, weil das ist ganz eine alte Handstanze, die ich vorne stanzen muss, weil sie mir schon ein paar Mal runtergefallen ist und dementsprechend schlecht stanzt. Aber jetzt kann ich das einfach da so drüber legen und mir das wieder mit dem Bleistift markieren. Dann habe ich beide Löcher ungefähr auf der gleichen Stelle. Und das passt dann schon. Und dann müssen wir das Ganze nochmal machen mit dem Karton, den wir uns da ja zuschneiden jetzt gleich. So, die Olivia ist ganz ruhig, weil, einfach so. Ja, ich will nicht so gern stören. So, störst du nicht, Mausi. Jetzt schneiden wir uns das einfach mal zurecht. Das heißt 5,4. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da einfach eine alte Klinge nehmen. Kann ich das schneiden? Ja, darfst du schneiden. Ja, du hast danke. Den alten Papierschneider, der hat eine ältere Klinge drinnen. Ah, der kommt zu leicht auf. Also. Musst du unten halten. Also bei 5,4 kannst du schon auf die andere Seite herkommen und schneiden. Okay. Schneidest einfach ganz runter und fest andrücken. Warum eine alte Klinge? Weil Karton und Fotos und Spezialpapier, also so Folien, können die Klinge halt leider ein bisschen abnutzen und dann kann es sein, dass sie beim normalen Papier halt ausfranst. Deswegen verwende ich für solche Sachen immer die alte Klinge. Und bei 16. Was haben wir gesagt? 16,5? Weiß jetzt nicht mehr. Ja, machen wir 16,4. Entschuldigung, so laut. So, zu und schneiden. Schneiden. Feste. Fest. Genau. Supi. Das oder das? Das längere. Das längere. Okay. So. Und dann legen wir uns das wieder an. Und da seht ihr ja, dass da der Kreis ist. Genau. Aber wir drehen es ja um. Wir drehen es um und dann machen wir uns wieder eine Markierung und dann stanzen wir noch eine Runde. Ja. Und dann war es das mit Stanzen, dann kleben wir das Ganze zusammen. Schneiden uns Designerpapier zurecht und kleben es auf. Mhm. So, jetzt nehmen wir wieder unseren Flüssigkleber und wir brauchen beide. Das brauchen wir nicht. Aber ich. Du brauchst es, okay. Wir brauchen beide Schachteln. Wichtig ist, dass ihr oben um den Kreis Kleber tut, weil sonst geht es euch das da ein bisschen auf. Ja. Und das wäre nicht so fein. Das ist bei mir schon einmal passiert. Ja, man muss ordentlich kleben, ja. Gar nicht so viel. Ja. Oder vielleicht sonst der Abreißklebeband verwenden oder so. Und ich habe immer so viel drauf getan. Ja, man muss einfach vorsichtig. Dann positioniert man sich das, dass das auch passt. Ja, und dann muss man ein bisschen aufpassen. Und die Mama hat jetzt falsch gemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen Überstand. Schlecht messen. Schlechte Seite. Die falsche Seite. Habe ich die falsche Seite jetzt genommen? Das kann sein. Wir probieren das jetzt einfach.
Ja, ich glaube, das war jetzt die richtige Seite. Ja. Haben wir die Löcher doch nicht so genau gemacht, ha? Huh? Mal schauen. Aber das jetzt schaut das so gut aus. Ja, das passt schon. Gut genug, sagen wir es so. Ja, gut genug. Gut genug. Und wer es nicht zu schätzen weiß, der Beschenkte oder die Beschenkte, dann nehmen wir es einfach wieder weg. Oder? Mhm. Wenn sich jemand aufregt, dass es schief ist, ja, sagen wir, okay, nein, nachher kriegst du es nicht. Dann machen wir es anders. So. Jetzt passt das, glaube ich. Ja. Das, die Bleistiftstriche kann man nachher noch wegradieren. Ja. So, aber und du man hast muss meine. Ich vorsichtig, dass man es noch verknittert. Genau, meine Kluppis hast du irgendwo schon hergerichtet? Ja, eines habe ich schon. Eines, ein zweites. Warte, ich habe schon ein zweites. Brauchen wir mehr. So, einfach so eine Nähkluppis, da so drüber, damit es vor allem da, wo halt die Ecken sind, es gut haltet. So. Ja, schauen wir uns ein bisschen oben weiter, ja, am Rand vor allem. Mhm. Und da nachher noch einmal. Und da noch einmal. Und dann kann man da witzig aus. Die Finger rein und fest andrücken. Ja, So schaut ja das jetzt aus. Was brauchst du? Na, die brauchen wir jetzt noch nicht. Die sind noch ein bisschen nass. Da passt eine rein. Die ja zweite zeigen wir euch später. Die sind frisch aus dem Kühlschrank und kalt und das Kondenswasser rinnt uns dann überall runter. So, und jetzt müssen wir schauen, welches Designerpapier wir nehmen. Die Olivia hat sich das ausgesucht. Ja. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wie wir es verwenden. Geht sich das aus? Eine Runde rundum und um? Geht sich natürlich nicht aus. Schauen wir, wie wir das jetzt am besten lösen. Und das ist ein ganz ein schönes Papier. Und hinten ist aber das, aber es passt jetzt nicht da dazu. Genau, deswegen haben wir Fräsianlila genommen, weil ja das zu dem Papier gut dazu passt. Ja. Und jetzt messen wir uns kurz aus, wie groß das Papier sein soll. Ja. So, wir haben uns das jetzt dann so ausgemessen, dass das Ganze 7,2 cm hoch sein soll. Und je nachdem, welchen Musterbereich wir da jetzt wollen, müssen wir uns da halt jetzt anpassen. Und ich habe gedacht, am einfachsten ist es, wenn wir einfach vom Rand unten nach oben messen, weil wenn wir da das so quer messen und nur den Bereich verwenden, kann es sein, dass wir das oben vielleicht ein bisschen schief machen. Deswegen nehmen wir es einfach mal so. Das heißt, wir haben uns da jetzt einmal einen Streifen runtergeschnitten, der sollte eigentlich 6 Inch sein, also 15,2, genau, mal 30. Das ist, weil ich das einfach schon so als Rest da gehabt habe. Und wir schneiden uns das jetzt einfach mal zurecht. Das heißt, wir legen uns diese Seite unten in den Papierschneider und schneiden einfach mal bei 7,2 cm ab. Die Olivia schneidet das für euch. Ja, da. Feste, mit der dunklen. Einfach die dunkle drüber schieben. Festziehen. Sehr klein. Fest. Ist egal, wenn die Falzklinge vorne ist. Ja? So. Mhm. Und jetzt schauen wir mal. Wenn wir das jetzt dann so drüber legen, wir falzen uns das jetzt noch nicht. Gell? Wir legen das jetzt nur mal so drauf und dann tun wir da mit den Fingern so drüber falzen, damit wir wissen, wo ungefähr unsere Falz ist. Und dann können wir das noch einmal schön falzen, damit es eine gute Kante hat und nicht so verwurstelt ist. Und dann können wir das dann schon ankleben. So. Das ist jetzt so. Gell? Und auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Das heißt, wir schneiden wieder, also wir schneiden jetzt nicht da im Anschluss weiter. Wir nehmen wieder diese Seite und schneiden wieder bei 7,2. Und machen dasselbe mit dem Andrücken. So. Schauen wir, dass wir da ungefähr mittig sind. Schwuppsdiwupps. Schwuppsdiwupps, schwupps, schwupps. Dann rücken wir da wieder ein bisschen an. Und dann nehmen wir wieder das Falzbein. Und das Falzbein ist da. Dankeschön. Danke. Und dann legen wir uns das da wieder an. Und dann können wir gleich weiter falzen. Und das Ganze dann ankleben. So, wir haben jetzt einmal. Einmal, zweimal. Zweimal. Und wie ihr seht, da ist jetzt dazwischen ein bisschen Abstand. Mhm. Also da fehlt was.
Und da kleben wir uns jetzt einfach noch was rein. Ja. Gell? Das war jetzt vielleicht ein blödes Muster, das wir gewählt haben dafür, oder? Na, das passt schon. So, die Olivia, haltet das jetzt bitte mal kurz so. Und die wir ungefähr abmessen, wie breit das sein soll. 3 cm auf dieser Seite und auf der anderen Seite hoffentlich auch. Ein bisschen mehr. Okay, gut. So, das heißt, wir schneiden uns da wieder 7,2 ab. Du kannst es einfach auf die Seite stellen. Okay. 1, 2. Sorry, zu spät. So, und dann machen wir einmal 4,5. Und schauen wir, ob es passt. Achtung. Müssen wir auch was schneiden? Ja, müssen wir dann gleich. Okay, dann muss ich okay. Okay? Darfst du dann, ja. Danke. Oh, da ist es aber verstieft. Macht gar nichts. Schauen jetzt einfach, dass das farblich ein bisschen zusammenpasst. Genau, 4,5. Und dann 4,5. Machen wir noch einmal. Machen wir 4, sicherheitshalber. Genau. Designerpapier können wir jetzt auf die Seite legen. Muss aber vorsichtiger sein, Olivia. Du hast überall blaue Flecken, wenn du die überall anhast. Ja. So, und jetzt haben wir da unsere kleinen Teile. Die legen wir auf die Seite. Und die großen können wir jetzt dann ankleben. Und die Olivia schaut einmal, wo wir diesen gestanzten, gestickten Kreis haben. Der ist, glaube ich, da drüben irgendwo bei der Prosecco-Dose. Meinst du den? Ja, den meine ich. Und jetzt dann schauen wir. Jetzt haben wir schon Stempelfarben ausgesucht, nämlich Sommerbeere, Fräschen, Lila und Pfauengrün, glaube ich. Und da stempeln wir uns jetzt einen kleinen Spruch auf diese Seite, weil da, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die Schrift steht da Kopf, da nicht. Deswegen kleben wir da einfach den Kreis drüber. Das kann man da jetzt auch schon zeigen. Ja, gleich. Da nicht. Okay. So, jetzt haben wir da den Kreis. Den kleben wir dann da her. Und wir haben uns da jetzt ausgesucht. Wo ist noch Stempelset hin? Haben wir es verloren? Nein. Ist es da irgendwo? Ja, da ist es. Oh, super. Wunderschöne Werke heißt das. Und wir nehmen diesen Hintergrundstempel und für eine wahre Freundin besten Dank, haben wir uns gedacht. Ja. Genau. So, das heißt, den Kreis haben wir da. Wir haben schon an. Moosgummimatte haben wir da und eine Unterlage. Und da haben wir noch die Stempel. Genau. So, und die Stempelfarbe haben wir auch da. Genau, und wir nehmen jetzt auch Fräschenlila für diesen Hintergrund, den wir da haben. Den muss ich mal abstempeln, glaube ich. Schauen, wie das aussieht. Ja, abgestempelt nehmen wir das. Aber muss man auch schauen, dass die Schrift hinterm Kopf steht. Oder steht sie jetzt am Kopf? Sieht das nicht? Oder ist das überhaupt so? Jetzt passt's. Schwupps. Und was steht da eigentlich oben? Irgendwas. Kann ich nicht entziffern. Macht aber auch nichts. Ja, ist ja ganz egal. Genau. Und jetzt nehmen wir es. Müssen wir schauen. Dieser lange Spruch geht sich ganz genau aus auf diesen Kreis aus den Basics mit Beb. Ja. Wenn ihr diese Produkte bestellen wollt, sagt uns einfach Bescheid. Wir geben eure Bestellung gerne für euch auf. Außerdem ist der neue Jahreskatalog, nein, Jahreskatalog, der neue Mini-Katalog Herbst-Winter auch schon erhältlich. Und ab September kann man bestellen. Wenn ihr den also braucht, meldet euch bitte gern. Und jetzt wollte ich euch nur ganz kurz was zeigen. Schaut mal, der erste Abdruck ist sehr saftig. Der zweite ist recht schön. Ich möchte aber natürlich, dass mein erster Abdruck schon schön ist. Das heißt, ich nehme mir einfach ein ausrangiertes Falzbein oder könnt ihr euch einen Löffel nehmen oder ein Plastikmesser oder irgendwas und drückt euch einfach die Tinte ein bisschen ins Kissen rein. Man kann natürlich auch mit einem Küchentuch drüber gehen und sich die Stempelfarbe aus dem Kissen nehmen, aber ich finde, das ist ein bisschen eine Verschwendung. Deswegen drucke ich mir das einfach da rein, wische mir das dann mit dem Schemmel wieder ab und kann dann schöne hab dann schöne Stempel abdrücke. Es ist nämlich eh gut, dass das Stempelkissen so saftig ist und wenn das nicht... Die Olivia schimpft mit dem Papa, weil der macht vorm Fenster Grimassen mit der Katze. Ja, ja, da war es schon. So, und jetzt probieren wir das gerade zu stempeln. Für eine wahre Freundin.
Und dann noch besten Dank. Man sieht es zwar jetzt nicht so gut, aber ich denke, das passt schon. Jetzt überlege ich, ob ich besten Dank öfters stempeln, in voller Kraft und in halber Kraft. Schauen wir mal, wie das aussieht. Besten Dank. Besten Dank. Schauen wir mal. Probieren wir einfach. Gerade stempeln ist jetzt nicht so meine Stärke, aber das passt, glaube ich. Ja. Das ist ja das Papier auch so gerissen und nicht gerade. Ich glaube, das wird uns jeder verzeihen, wenn es jetzt nicht so perfekt ist. So, und dann aber es schaut ja eh schön aus. Schaut schön aus, gut. Und dann kleben wir uns das so her, aber ich habe da noch so ein, wo sind denn die Stanzen von dem Set? Hast du das gesehen? Die sind da. Da, und da ist es so ein groß, ja genau. Da ist so ein großer Zweig dabei, schaut mal. Ich finde den ganz toll und ich habe gedacht, wir stanzen den jetzt einfach mal in, ui, das klebt gut, in den Farben, die da drinnen sind. So, jetzt haben wir da einen Zweig in Pfauengrün und einen, brauchst du nicht alles außer Pfimmel, in Lagunenblau. Schaut ganz schön aus, weil der hat so diese kleinen Akzente drin. Mal schauen, aber ich glaube, das ist eh zu viel, wenn wir das beides auftun. Vielleicht schneiden wir uns da nur etwas Kleines raus. Schauen wir, wie das aussieht, wenn wir uns einfach was rausschneiden. Das schaut schön aus. Schaut schön aus, machen wir es so. Sollen wir da Schleife auch noch dazu tun? Oder nur oben? Nur oben. Nur oben, okay. So, haben wir hier irgendwo Dimensionals? Die Klebepads. Die sind, glaube ich, da drüben im Lochbrett. Kommst du dazu? Gerade oben schon. Hab's ja. Sehr gut. Geschafft. Du machst das, okay? Weil ich kann das nicht so gut. Okay. Oder eigentlich nicht, okay? Du kannst einfach drei draufkleben. Gut, wenn man so eine kleine Assistentin hat, kann ich nur jeden raten. So. Hoffentlich wissen sie schon, wie ich heiße. Ja, wie heißt du denn? Olivia Sophie Auer. Genau. Kann ich mal runter tun? Ja, wie hast du ihn gepickt? So. Okay. Oder du noch auf der Seite 2. Ja, tun wir so schon. Du hast schon sehr gut geklebt. Und mal schauen, dass wir im Dreieck kleben, das ist gescheiter. Ja, ja, so. Haben wir es? Okay, ich muss noch runterziehen. Gut. Und dann sind wir gleich fertig mit unserem Prosecco Caddy oder so. Wie auch immer. Man kann das ja verwenden für alles. Ihr wisst das ja. Ja. So. Kleben wir das so rauf? Ja, das schaut schön aus. Schaut schön aus, passt. Für mich schaut es schön aus. Für dich schaut es schön aus. Ich finde es auch schön. Tada! So, schaust du mal, ob die andere Dose schon trocken ist, bitte. Und dann brauchen wir noch ein Band. Was nehmen wir da für ein Band? Vielleicht. Oh, wir haben ja ganz ein brandneues Band in Glitzer. Wo ist das weiße Glitzerband? Da ist es. Schaut's, wir haben ein neues weißes Glitzerband. Ist sie trocken? Ja. So, und nachdem wir da ja gut verstärkt haben, der Papa hat ein paar Käfer in der Hand. Die Olivia geht jetzt geschwind schauen. Nachdem wir das gut verstärkt haben, halten die auch wirklich gut. So, eine Handvoll Rosenkäfer bei uns im Garten. Und jetzt nehmen wir da dieses neue, tolle Band. Wie heißt das? Geschenkband mit buntem Schimmer. Schaut, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es schimmert wirklich super schön bunt. Und da machen wir jetzt einfach eine Schleife rundum, schneiden das dann ab. Vielleicht finden wir Feuerzeug, damit es nicht ausfranst. Kann ich die Schleife machen oder du? Ich mache die Schleife und du schaust, ob du da hinten, hinterm Heißluftföhn, ein gelbes Feuerzeug siehst. Na klar. Siehst du es? Okay. Ist es ja schon da? Sehr gut. Leg's da her. Schaut echt
Ja, gefällt's dir? Mhm. Sehr gut. Meine Mama heißt Martina Auer Erdbelli. Erdbelli, ja. So. Jetzt schnell können wir da noch ein bisschen abfackeln, das Band, damit es nicht ausfranst. Aber ihr dürft nicht das ganze Band. Na, das brennt sonst, gell? Ja. Nur da am Rand ein bisschen drüber. Ja, dass es nicht ausfranst. Genau, und fertig sind wir. Schaut's mal. Da. Pass auf, dass da nichts rausfällt. Ja. So schaut das Ganze aus. Mir gefällt das sehr gut. Mir ich auch. Werde euch noch ein paar Fotos verlinken. Und dann zeigen wir euch noch die Nahaufnahmen, glaube ich, gell? Im Anschluss. Fein, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Stampin' Up! Produkte bestellen wollt, bitte meldet euch gern bei mir. Mhm. Ich werde euch auch noch ein Project Sheet, also so eine kleine Anleitung mit den Maßen und allen Produkten, die ich verwendet habe, unten verlinken. Das ist noch einfach am Blog zum Gratis-Download verfügbar. Ja, wie gesagt, wenn ihr Produkte bestellen wollt, meldet euch gern. Den neuen Mini-Katalog kann ich euch auch zuschicken. Der sieht heuer so aus. Ja, meldet euch gern, wenn ihr den braucht. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Ja. Und bis zum nächsten Video. Baba. Tschüss.